Moin moin ihr Lieben, schön, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Ja, heute wird die Kochschürze angezogen. Das ist nämlich meine erste Teilnahme an so einer Kochrunde, bestehend aus 7 Teilnehmern. Jeden Tag wird euch was vorgekocht, diese Woche geht es um Suppen. Und ja, ich freue mich schon riesig drauf, muss mich allerdings bis dahin noch mit meinem Feierabendverkehr vergnügen. Es ist ein Heidenspaß hier, kann sich nur noch um Stunden handeln. Und das Schöne ist, ihr braucht nur ein paar Sekunden warten, bis gleich. Puh, boah. Den Stau haben wir überstanden und ich heiße euch herzlich willkommen live aus meiner Küche. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist keine Profiküche, aber die hat alles, was man braucht, um lecker und gesund zu kochen. Und bevor es losgeht, möchte ich euch nochmal einen kurzen Hinweis geben, denn dieses Video ist Teil einer Suppenkooperation, bestehend aus 7 YouTube-Kanälen. Und die Kooperation geht eine Woche. Jeden Tag wird euch ein Suppenrezept vorgekocht. Ich bin der Zweite in der Runde und freue mich, euch heute einen Linseneintopf vorzukochen. Ich bitte euch gleichzeitig auch Einblicke zu nehmen in die anderen YouTube-Kanäle, die am Ende in Form einer Endcard, also mit einzelnen Verlinkungen finden werdet, dass ihr euch da auch ein paar Rezeptideen abholt, denn diese Kanäle sind wirklich spezialisiert auf das Kochen, auf das Backen und jeder, der mich kennt, weiß, dass das Kochen in meinem Kanal jetzt nicht unbedingt, ja, erstes Thema ist. Dennoch ist es auch wichtig, sich gesund zu ernähren und da passt das Video nicht nur gut in die Runde, sondern auch gut in meinen Kanal. Ich freue mich wirklich sehr, mit in dieser Runde dabei zu sein. Außerdem muss ich immer wieder sagen, dass es toll ist, auch mal den Kochlöffel in die Hand zu nehmen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und am Ende werdet ihr es rausschmecken. So ihr Lieben, kommen wir nun zu den einzelnen Zutaten, wobei ihr natürlich selber so kreieren könnt, wie ihr lustig seid und wie es euch am besten schmeckt. Ich für mich persönlich habe meine Lieblingskombo gefunden und zeige euch jetzt, was in den Linseneintopf kommt. Also das Allerwichtigste sind die Linsen selber. Die habe ich einen Tag vorher, also gestern Abend, eingeweicht. Ein Drittel Linsen, das sind jetzt fast 300 Gramm und zwei Drittel Wasser. Dann haben wir einmal Kräuter, hier Petersilie, eine Zwiebel, ein bisschen frischer Knofi. Dann haben wir hier knapp ein halbes Kilo Kartoffeln, Möhrchen, dann Porree. Für die, die nicht artig waren, gibt es gleich in auf dem Po und frischer Kochschinken. Wiener Würstchen kann man auch reinnehmen. In dem Falle habe ich jetzt einfach den Kochschinken genommen, weil ich einfach keine Wiener Würstchen da habe. Ich bin schlecht vorbereitet, aber es wird trotzdem lecker. So, was auch sehr wichtig ist, ist einmal Gemüsebrühe, Pfeffer, dann eines meiner Lieblingsgewürze, Kurkuma-Pulver und Salz. Ich würze es immer sehr kräftig und deftig, damit es einfach einen schönen Biss bekommt. Und ja, das sind erstmal soweit alle Zutaten. Wasser kommt natürlich auch dazu und ich würde sagen, jetzt wird losgekocht. Auf geht's. Puh, mir grault schon, denn gleich schnippeln wir die Zwiebel. Der Knofi wird auch klein gehackt und das alles kommt dann in den Topf mit dem Kochschinken. Wird alles ein bisschen angebraten, dass es goldgelb glänzt und dann kommen die anderen Zutaten hinterher. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ich hol mir mal gleich ein Taschentuch. Mir kommen gleich die Tränen. Jetzt kommt noch der Porree, der wird jetzt geschnippelt. Dann kann alles in den Topf, außer ihr wart böse, dann gibt es einen Klaps auf den Po. Perfekt. Während der Porree, die Zwiebeln, der Knofi und der Kochschinken ein bisschen durchgaren, können wir schon mal die Kartoffeln und die Möhrchen schnippeln. Kommen die Linsen dazu. So, jetzt packen wir noch 1 Liter Wasser dazu mit 4 Teelöffeln Gemüsebrühe. Thank you.
Ja, wir haben ja noch ein paar andere Zutaten. Die Kartoffeln und die Möhrchen, die kommen da rein. So, wir haben ja noch ein paar Gewürze, die schnippeln wir uns jetzt zusammen, die kommen aber noch nicht jetzt rein, weil sie sonst verkochen würden, sondern erst zum Schluss, damit sie ja den gewissen Pep entfalten können. Aber irgendwas fehlt doch noch. Irgendwie dieses i-Tüpfelchen. Ich hab's. Oh ja, Chilischoten. Jetzt kommen die Chilischoten. Yeah! Ja, ihr seht, es ist noch nicht allzu dickflüssig. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und jetzt würde ich erstmal sagen, Salz rein, Pfeffer rein und alles an Gewürzen, was so rein muss. Los geht's. Das Ganze lassen wir jetzt ungefähr 30-40 Minuten lang köcheln bei mittlerer Hitze. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit für die Entspannung. Oh yeah. So, schaut euch mal an, wie sich die Konsistenz ganz plötzlich verändert hat. Also schon leicht cremig, aber immer noch relativ pumpig. Ja, ich finde kein anderes Wort, aber so ist es wirklich schon perfekt. Jetzt würde ich sagen, ist Zeit zum Abschmecken. Oh ja, die Chilischoten schmecken auch sehr gut raus. Richtig schön, leicht scharfes Aroma. Was jetzt noch nicht ganz so durch ist, sind die Möhrchen und die Kartoffeln. Also noch 5 bis 10 Minuten nachköcheln lassen und dann ist der Linseneintopf fertig. So ein Linseneintopf hat ja auch viele Vorteile. Er ist ja nicht nur super lecker und macht schön satt, sondern der hält sich ja locker auch über 2 bis 3 Tage im Kühlschrank. Man kann sich halt immer mal wieder so ein bisschen bedienen. Und die Zutaten, die ich jetzt hier verwendet habe, haben mich ungefähr 10 bis 12 Euro gekostet. Und wenn man das jetzt auf mehrere Tage verteilt, dann ist es ja nicht wirklich die Welt, was man dafür ausgibt. Man muss halt ungefähr 1 Stunde für die Vorbereitung, für die Schnippelarbeit einplanen, wird aber am Ende wirklich mit einem leckeren Festmahl belohnt. Dann packt man noch eine kleine Bämme dazu, ein Stück Brot oder so und fertig ist das Festmahl. Es muss ja nicht immer schön aussehen, es muss einfach nur lecker sein. Was noch nicht im Linseneintopf gelandet ist, sind die Kräuter und die Petersilie. Und ja, die haben jetzt ihren Auftritt.
Ja, ihr Lieben, wir wären am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet euch für euer nächstes Küchenabenteuer auch ein paar Anregungen mitnehmen. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei Tom Cook, der es ermöglicht hat, dass ich in dieser Runde mit dabei sein darf. Bei allen anderen YouTube-Kanälen, die in dieser Runde vertreten sind. Also ihr seid wirklich klasse, es hat wirklich Spaß gemacht. Auch mal was anderes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen die Reihe fortsetzt mit dem Kanal InCook. Da geht es nämlich mit dem nächsten Suppenrezept weiter. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag. Ich lasse mir jetzt den Eintopf schmecken und bis bald. Ciao. Mwah.